Über 4.000 weniger Arbeitssuchende als vor einem Jahr. Der Arbeitsmarkt in Südbrandenburg bleibt damit weiterhin stabil. In diesem Monat waren knapp 34.000 Menschen als arbeitssuchend gemeldet. Das ist die niedrigste Februar-Arbeitslosenquote seit 24 Jahren. Die Agentur für Arbeit gibt sich damit aber noch nicht zufrieden. Jeder Arbeitslose, der bei uns hier gemeldet ist, ist einer zu viel. Ziel muss es also sein, für jeden eine Arbeit zu finden. Und insofern sind wir fleißig dabei, Arbeitsstellen und Menschen zusammenzubringen. Und das Frühjahr wird da noch ganz viel Bewegung reinbringen. Zufriedenstellend ist die Jugendarbeitslosigkeit. Nur noch 1.300 Jugendliche unter 25 Jahre sind arbeitslos. Damit wurde diese innerhalb von nur einem Jahr halbiert und ist mit 5,4% sogar besser als der Landesdurchschnitt in Brandenburg. Das ist aber noch lange kein Endergebnis. Viele Jugendliche sind noch nicht auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt angekommen, sondern sie sind noch in Qualifizierungs- und Aktivierungsmaßnahmen. Anreiz für diejenigen, die immer noch nicht vermittelt werden konnten: Für das neue Lehrjahr gibt es schon jetzt mehr Ausbildungsstellen als Bewerber. Und auch der Mindestlohn bereitet, anders als zunächst erwartet, weiterhin keine großartigen Schwierigkeiten. Bis jetzt gingen bei der Agentur für Arbeit 66 Kündigungen ein. Das sind 0,03% aller Arbeitsverhältnisse, also im Grunde genommen nur Ausnahmen. Auffälligkeiten gibt es nicht. Es gibt einige wenige Bäckereien, die Kündigungen ausgesprochen haben. Es gibt ein paar Transportunternehmen. Es gibt das ein oder andere Taxiunternehmen. Die Cottbusser, die auf der Suche nach einer neuen Stelle oder Herausforderung sind, ist die Messe Job Regional das Richtige. Nächste Woche Samstag stellen regionale Unternehmen über 3.000 freie Stellen in der Stadthalle vor.